Das ist immer so die Zeit, wo ich dann auch froh bin, wenn es dann endlich mal vorbei ist. Beziehungsweise, wenn wir dann endlich in Südafrika sind und das Wetter ein bisschen besser ist. Vorletzte Session heute mit Tim Bensko. Tim Bensko kommt heute und dann kommt noch Eco Fresh und sind wir durch. Jetzt singen wir einen Song. Generalprobe und dann ab nach Südafrika. Wie jedes Jahr. In 2 Wochen geht es nach Südafrika. Wir haben noch eine Generalprobe und dann geht es los. Und ich wollte euch mal zeigen, welche Gitarren ich mitnehme. Denn dieses Jahr ist es nicht ganz so viel. Die erste Gitarre ist hier von Nick Huber. Und zwar eine Orca. Das ist eine Les Paul-artige Gitarre. Die Rückseite sieht man hier nicht. Die ist nicht so Mahagoni wie bei einer Standard Les Paul, würde ich mal sagen. Die ist hell, aus hellem Holz. Ich weiß nicht genau, welches Holz er da verwendet hat, aber das werde ich noch rausfinden. Auf jeden Fall klingt die Gitarre wirklich phänomenal gut. Ich bin gar nicht so der, wie soll man sagen, Maserungsfan, wenn man jetzt dieses Top anschaut mit dieser wunderschönen Maserung. War irgendwie nie mein Ding. Ich bin eher so Goldtop-Fan. Aber Nick hat mir die Gitarre mitgegeben und seitdem spiele ich die. Die habe ich auch bei Your Songs gespielt und es ist wirklich eine schöne Gitarre, die ja, wirklich sehr viel Spaß macht. Ich habe sie hier als S-Tuning gestimmt, einen Halbton tiefer und habe 11er Saiten drauf. Der Dario Nickel Wound. Meine neue Gitarre, das ist hier die ES335 von Gibson, ein Murphy Lab Modell Light Age. Das ist mein absolutes Lieblingsgitarrenmodell zurzeit gerade. Ich habe einige Videos mit dieser Gitarre gemacht hier auf diesem Kanal und das ist wirklich ja, ein krasser Sound. Nicht von dieser Welt, würde ich sagen. Und auch der Hals und die Bespielbarkeit. Das ist alles ein bisschen sehr vintage. Das sieht man jetzt hier nicht so gut. Der Lack ist so ein bisschen aufgeplatzt. Und es ist, sieht aus wie eine Gitarre aus den 60er Jahren. Und ja, da bin ich sehr froh. Und ich hoffe, dass meine Gitarren das alle gut überleben, diese lange Reise. Das ist nämlich immer so ein bisschen spannend. Die nächste Gitarre ist eine sehr günstige Gitarre, die man für 500 Euro schon bekommen kann. Meine Bariton Dan Electro. Das Einzige, was ich hier ändern habe lassen, sind die Mechaniken. Die sind von Werk aus nicht so schön gewesen. Die haben so ein bisschen gewackelt und hatten so ein bisschen Spiel. Da habe ich neue Mechaniken einbauen lassen und sonst habe ich an der nichts machen lassen. Meine Fender Strat, die ich jetzt schon länger besitze, ich glaube seit 2014 oder 15. Und diese Strat, das ist eine Custom Shop L-Series. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Es ist einfach eine tolle Stratocaster. Meine Telecaster, das ist meine meistgenutzte Gitarre, die nehme ich auch mit. Die ist von 2010, glaube ich, ungefähr. Da habe ich die gekauft. Custom Shop Modell einer 66er Telecaster nachempfunden. Und das Einzige, was ich hier ändern habe lassen, sind die Tonabnehmer. Das sind nämlich Kloppmann Pickups. Ich weiß nicht mehr genau, welches Set. Da gibt es mehrere. Es klingt so ein bisschen ja, nach Robin Ford, habe ich gesagt. Aber wie auch immer, es ist meine
ja, meine meistgenutzte Gitarre hier. Dann nehme ich mit einer Duesenberg-Gitarre mit Tremolo-System hier hinten. Das ist eine Star Player TV von Duesenberg. Die glitzert immer schön hier, wenn die Scheinwerfer drauf knallen. Das ist immer ganz schön. Aber ganz davon abgesehen klingt die Gitarre sehr gut. Die hat einen wunderschönen mittigen Sound und das Tremolo ist auch super, wenn ich so Surf-Sachen machen muss oder Sachen mit Tremolo, dann spiele ich diese Gitarre. Ein neues Modell von Lakewood, und zwar eine Nylon-Gitarre, die wirklich krass gut ist. Ich habe sie jetzt über ein Pickup gespielt und direkt ohne irgendwelche Equalizer in, also durch die DI, und die klingt wirklich toll. Die habe ich jetzt bei einigen Songs genutzt. Bei Sing Mein Song, die kann man da gut hören. Das ist eine wirklich sehr tolle Gitarre, die ich hier diesmal mitnehme von Lakewood. Eine M32 Edition 2023 Nylon-Gitarre. Meine beste Akustikgitarre, die ich habe, das ist eine Martin 0018. Eine Gitarre aus der Custom Shop Serie von Martin. Das ist, ja, da bin ich auch immer sehr, wie soll ich sagen, nervös, wenn die auf Reisen geht. Ich hoffe, dass da alles gut geht. Und eine weitere Martin, eine Single 018, also die etwas schmalere Version von der 00. Die Gitarre geht auch mit nach Südafrika. Ja, das sind die Gitarren, die ich mitnehme. Mehr ist es nicht. Dann spiele ich das alles durch den Camper durch. Das hat sich jetzt so ein bisschen eingerockt mit dem Camper. Das klingt gut. Auch die Gitarren, also die akustischen, gehen einfach straight durch den Camper durch, ohne Verstärker, ohne Boxensimulation, einfach als DI-Signal. Das Einzige, was ich da manchmal dazwischen schalte, ist ein Graphic Equalizer vom Camper, der auch sehr gut zu regeln ist. Und ja, so geht's nach Südafrika.